Maus. Keine Maus hört zu. Na, der da mag uns. Ich glaube, der ist taub. Vielen Dank. Hören Sie unser Mist? Halt! Nein, 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 nein. Nichts davon nächstem Song. Ihr seid gefeuert. Nein, das können Sie doch nicht machen. Das kann ich sehr wohl. Die Leute wollen euer Zeug doch nicht hören. Die Leute wollen Rock'n'Roll und Disco-Sound. Yeah, man, groovy. Boogie, 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 klar? Von jetzt an ist das hier ein Rockschuppen. Vielleicht hat er recht. Wir haben nicht viel Erfolg. Wir sollten aufgeben. Ach was, das kommt schon. Nur Mut. Eines Tages bist du ein Star. Und vorher sind wir verhungert, oder? Niemals. Keine Angst, ich besorge Geld. Tja, und wie? Du wirst schon sehen, ich bin gleich zurück. Ein Star. Wie zum Teufel wird man ein Star, wenn man kein Publikum hat? Aber wenn ich ein Rockstar wäre, würde man mir zuhören. Och, ich würde alles geben, um ein Star zu werden. Wirklich alles. Hast du gesagt, du würdest alles tun? Wer sind Sie? Meine Karte, mein schönes Fräulein. Holt der Teufel Musikproduktion, Beelzebub, Präsident. Oh. Dein Stil sagt mir zu, nur schade, dass du keine Sängerin bist. Aber das bin ich doch, ich bin eine Sängerin. Was, wirklich? Na, fabelhaft. Ja, wirklich, hören Sie doch. Fantastisch, fantastisch. Aber was sagst du dazu, Wiesel? Wiesel! Großartig, wirklich fabelhaft. Ich stehe drauf, ich stehe drauf. Sie wird ein Volltreffer, Big Boss. Das ist mein ständiger Mitarbeiter, Wiesel. Ja? Sehr erfreut, Sie kennenzulernen. Die ist echt scharf. Können Sie einen Star aus mir machen? Da kannst du auch fragen, ob der Papst katholisch ist. Halt's Maul! Du hast wirklich das Zeug zum Star, mein Kind. Aber vielleicht gibt es etwas, das dich daran hindern könnte. Was denn? Dass du es dir vielleicht nicht stark genug wünschst, verstehst du? Oh doch, ich wünsche es mir ganz fest. Ich will ein Star werden. Ich muss sagen, du hast mich überredet. Verzack! Das ist ein ganz normaler Vertrag. Bei mir gibt es keine faulen Tricks. Ruhm, Reichtum, Fans, goldene Schallplatten, Konzerte, Tourneen. Du musst nur unterschreiben. Grüß dich, mein Kleiner. Möchtest du eine schöne Gitarre kaufen? Nein. Verkaufen möchte ich eine. Ach, na ja, das habe ich mir schon gedacht. Lass dir Zeit, lies dir alles genau durch. Oh, ich gebe auf. Ich glaube, ich kann Ihnen vertrauen. Ja. Okay, ich unterzeichne. Uff, die Feder. Aber das ist ja eine Nadel. Ja, es piekt ein bisschen, aber Blut ist haltbarer als Tinte. Oh ja, aber ich weiß nicht recht. Wir warten vielleicht auf Daniel. Aber natürlich. Nächstes Jahr bin ich wieder hier. Komm, Wiesel. Erst nächstes Jahr? Oh, Moment, warten Sie. Stopp, ich mache es. Pieken Sie nicht zu doll. Oh. Das wär's. Wiesel? Ich empfehle diese junge Dame deiner ganz besonderen Aufmerksamkeit. Du kannst dich auf mich verlassen. Jen? Jen? Wo bist du? Ich habe was zu essen für uns. Zu spät, mein Kleiner. Bei mir wird sie satt und glücklich. Jen? Das ist toll. Und ich brauche jetzt auch erstmal neue Klamotten. Und jetzt brauchen wir eine Band. Ich kenne da einen tollen Drummer. Kommt sofort.
wird für Publikum. Wir haben Probe. Aber ich bin Ihr Partner. Ach ja, jetzt erkenne ich dich. Es ist so, wir wollen Jen ganz groß herausbringen, weißt du? Da willst du ja doch nicht im Wege sein, oder? Oh nein, natürlich nicht. Gut, na dann geh, Kleiner, und mach dir einen schönen Tag. His kind of love has got me blind. The more I go, the more I know about him. The more he loves me, and that's all I can have. Hey, hey, hey. Na also, sie bringt es. Du hast es geschafft, Alter. Und hier sind sie wieder, Freunde, die Hits der Woche. Nummer 1 und obenan wieder Jen. Das war in der vorigen Woche so, das ist in dieser Woche so und das wird in der nächsten Woche genauso sein. Funky Jen, die ersten beiden Plätze in der Hitparade. Und hier ist sie, Funky Jen und das Reich der Tiere. So war es im November, so wird es im Dezember und so bleibt das bis ins neue Jahr. Was? Alle Achtung! Was ist los? Sie kann jetzt nicht gestört werden. Sie hat ein Interview mit Rolling Mars. Du verstehst doch wohl, was das bedeutet. Na ja, natürlich. Ich wollte ihr nur auf Wiedersehen sagen. Fein, das wird sie freuen. Ich richte es ihr aus. Und gute Reise. Und wie fühlst du dich, Jean, bei einem so schnellen und großartigen Erfolg? Naja, ich meine, es ist recht irre, ein Star zu sein, weißt du? Es ist irgendwie wahnsinnig, nicht wahr? Obwohl, man ist auch, wie soll ich sagen, man ist auch einsam. Das klingt sehr gut. Und welche Pläne hast du für die Zukunft? Oh, wer ist das? Niemand von Bedeutung, Baby. Was? Aber ich bin sicher, dass Moment, es Daniel... bleib so. Das ist der reine Wahnsinn. Die schärfste Sache, die je im Rockgeschäft gelaufen ist. Was ist los? Die absolute Supershow, das Musikmarathon im Roxy-Club in Los Angeles. Da trifft alles, was Rang und Namen hat. Und weißt du mir, die Hauptattraktion ist da. Was glaubst du? Ich weiß es wirklich nicht. Wer? Du bist es. Jetzt bist du ganz oben. Ganz oben, Süße. Fein, aber das hat noch Zeit. Was machen wir als nächstes? Keine Sorge, keine Sorge. Als nächstes habe ich noch einen besonderen Knalleffekt. Hol bis auf den letzten Platz. Dein Abend, Süße. Hat hier deinen guten Platz? Und habt ihr gute Stimmung? Okay. Wie ich höre, seid ihr alle da. Wir fangen an. Es kommt der absolute Hammer. Der Superstar mit der größten Nummer aller Zeiten. Funky Jen und das Reich der Tiere. Sometimes I is and sometimes I ain't. Your sweet love, honey, gonna make me faint. Something's missing. Can you see? Though there's people all around, I'm so alone without your loving. It all means nothing. Can you help me find my song? It used to be here, whispering right in my ear. Can you? My
dich will ich natürlich. Wir beide haben einen Vertrag. Nein, jetzt doch noch nicht. Warte noch. Ich habe lange genug gewartet, schönes Kind. Jetzt bin ich am Drücker. Nein! Fantastisch, Big Boss, du hast es geschafft. Unser Vertrag besagt, genau um Mitternacht in der Nacht zu Allerheiligen, in der Nacht ihres größten Triumphes, wird die Partnerin zu eins, das bist du, ihre Seele für immer und ewig übergeben. An den Partner zu zwei, an den lieben Teufel, und das bin ich. Wollen wir jetzt gehen? Nein, es ist ja noch gar nicht Mitternacht. Allein technische Frage, das sind doch Haarspaltereien. Zum Teufel, damit ich meine, also gut. Du hast noch bis Mitternacht Zeit. Bis dahin kannst du dich noch verabschieden von deinen lieben Freunden. Falls sie bis dahin noch welche hat. Meine Freunde werden mir schon helfen. Oh, wo sind sie denn alle? Seid ihr ja. Ich brauche eure Hilfe. Nicht zu machen, Jan. Die Musikergewerkschaft hat dich ausgeschlossen. Ja, es stimmt. Sie schreiben, du hast deine Beiträge nicht bezahlt. Tut uns leid. Oh. Was war ich für eine blöde Tanzmaus? Wozu musste ich unbedingt ein Star werden? Alles klar. Oder fehlt dir was? Aber du bist doch... Hey, Jan! Oh, Daniel, wie froh bin ich, dass ich dich gefunden habe. Ich freue mich auch. Dass ich ausgerechnet dich treffe. Was machst du denn so? Immer dasselbe. Ich schreibe Songs. Und was machst du? Ich habe meine Seele an den Teufel verkauft. Ach ja? Wirklich? Ja. Um Mitternacht kommt er und holt mich. Mann, na, das ist ja ein Ding. Es ist besser, du gehst jetzt. Es ist gleich soweit und du solltest nicht hier sein, wenn er kommt. Nein, er wird dich nicht mitnehmen. Ich werde es nicht zulassen. Es ist zu spät. Nein, mir wird schon was einfallen. Auf die Minute, nicht wahr? Bist du bereit, mein liebes Mäuselchen? Ich flippe aus, Big Boss, ich stehe drauf. Sie wird nicht mitgehen. Aber, mein kleiner, braver Freund, sie hat einen Vertrag unterschrieben. Da steht es deutlich in Rot und Weiß. Nichts da. Ich fechte den Vertrag an. Ich verlange eine Verhandlung. Wir leben in einer demokratischen Welt. Ja, das gefällt mir. Ich bin ein Freund der Demokratie. Du sollst eine Gerichtsverhandlung haben. Ja, wirklich? Unter drei Bedingungen. Erstens, ich besorge die Jury. Das ist nicht fair. Fair, also entweder oder. Okay, stell die Jury. Zweitens, ich stelle natürlich auch den Richter. Okay. Und drittens, wenn ihr verliert,
dann bekomme ich euch alle beide. Nein! Einverstanden. Nicht doch, Daniel. Ihr habt es gehört, ihr habt es gehört. Es gibt keinen Rückzieher mehr. Es gibt keinen Rückzieher mehr. Also fangt mit der Verhandlung an. Achtung, Achtung, die Verhandlung ist eröffnet. Der Gerichtshof tagt. Zur Verhandlung kommt der Fall der Teufel gegen Daniel Maus. Den Vorsitz hat Richter Wiesel. Na dann, gute Nacht. Ruf die Jury an. Erster Geschworener, vortreten. Kennst du den? Ja, das ist Richard die Ratte. Dem hat meine Plattenfirma gehört. Er hat alle betrogen. Zweiter Geschworener. Und wer ist das? Das ist Leach. Er war Agent und hat seine Künstler ruiniert. Dritter Geschworener. Um Himmels Willen, und die? Vicky Viper war mal ein großer Star, aber dann hat sie ihre Stimme verloren. Sie hasst alle und jeden. Und ganz besonders andere Sänger. Ruf den ersten Zeugen. Ich rufe Beelzebub in den Zeugenstand. Auch als Teufel bekannt. Ach, das bin ich ja selber. Einspruch, euer Ehren. Abgelehnt. Sie haben das Wort. Ist das sein Blut? Ja. Na also, Jury, wie lautet euer Urteil? Klarer Fall! Schuldig! Das ist unzulässig. Ich sage unzulässig. Im Buch Gesetze der Natur steht, dass die Verteidigung zu Wort kommt. Schon wieder diese Haarspalterei. Beeilt euch! Beeilt euch! Ich behaupte, dieser Vertrag ist ungültig, weil sie noch zu jung war. Sie war alt genug, um unterzeichnen zu können. Ja, ich genau! Ja. Sonst noch irgendwelche Einwände? Ja, ich behaupte, dass dieser Vertrag ungültig ist, weil sie noch zu klein war. Aber doch wohl groß genug, um zu unterzeichnen. Das ist jetzt deine letzte Chance. Beeil dich, nutze sie. Ich behaupte, dass dieser Vertrag ungültig ist, weil... Na los, Mann! Bleib am Ball! Ruhe! Also? Da! Die Verhandlung ist ungültig, weil zu wenig Geschworene anwesend sind. Hier steht, dass es 12 Geschworene sein müssen. Genau so ist es und hier sind nur 3. Ich glaube, wir haben gewonnen! Das ist wieder so eine Spitzfindigkeit. Keiner wird den Teufel mit irgendwelchen Formalien übers Ohr hauen. Denkt die Verhandlung zu Ende. Aber schnell. Das werde ich. Hast du noch etwas zu sagen? Moment. Ich habe noch etwas. Aber zu singen. Hä? Und wenn die ganze Welt um uns voll Teufel wäre, sie könnten uns niemals bezwingen, nie bezwingen. Denn die Musik macht es dem Höllenfürsten schwer. In der Hölle darf keiner singen, darf keiner singen. Sieh die Musik, die der Mut macht. Wenn du mutlos bist, sieh die Musik, die dir gut macht, was beim Teufel ist. Du hast die Chance, einmal ein Star zu sein, der strahlt. Doch dann siehst du die Wirklichkeit und dafür wird bezahlt. Verkauf dich nicht für Erfolg und Geld, das geht vorbei. Was das Leben erst schön macht, sieh, das hast du alles frei. Sieh die Musik, die der Stopp macht. Aufhören! Ich warne euch! Sieh die Musik, die der gut macht, was dein Teufel ist. Sieh die Musik, die der Mut macht, wenn du mutlos bist. Ich sage, dass Musik die Seele retten kann. Wer Musik im Herzen hat, der kann den Teufel immer schlagen. Jawohl, das stimmt, da bin ich dabei.
ist geschlossen. Wir stechen uns doch alle unten später. Ja, also ihr beiden, ich habe euch eine Chance gegeben und das ist der Dank. Ihr habt den Teufel ein Schnippchen geschlagen. Also gut, ich habe daraus gelernt. Von jetzt an bin ich nie wieder der nette Mann von nebenan. Nein, nein, nein. Teufel lebt.